So, da sind wir bei Watch Dogs. Weiter geht's mit Planlosigkeit. Ja, genau wie beim letzten Mal am Ende habe ich immer noch nicht so wirklich eine Ahnung, wie ich durch diese Tür hier durchkommen soll. Also mit der Cam komme ich zwar ein bisschen weiter, aber nicht an die Stelle, wo dann das Eindringen für die andere Tür möglich ist. Deswegen, ich glaube, ich gucke mich hier draußen mal ein bisschen genauer um, denn hier sind wahrscheinlich auch noch irgendwie Kameras hier an diesen Riesenantennen, denen ich vielleicht irgendwas anstellen kann. Was war denn hier? Das ist eine Cam, ist auch eine Cam. Das ist ein Lift, der... Ha, ist zur Hölle. Brauchen wir den? Ich glaube nicht. Lassen wir mal links liegen hier. Antenne. Oh. Okay. Jetzt komme ich an dieses Ding heran, um es zu entriegeln. Ich weiß nicht, was ich entriegelt habe, aber... Ich hoffe mal, es war die Tür. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Gucken wir einfach mal ganz kurz. Okay, ne, halt. Die Tür ist immer noch zu, das heißt... Dann wird es keine Sache geöffnet. Nope. Muss mal kurz schauen, was das geöffnet hat, dieses Ding. Ist draußen noch irgendwo eine Tür, wo wir reingehen können vielleicht? Mal außen rumrennen. Ich habe die Ecke noch nicht so wirklich gut angeschaut. Ich bin eigentlich gleich in den Keller runtergerannt wegen dem scheiß Wetter. Aber jetzt müssen wir doch hier draußen rumrennen und ein bisschen nass werden. Sorry, Aiden. Aber du hast eh... Ah, da drüben ist die Tür. Du hast eh keine Frisur. Du hast halt Haare. Unter der Mütze, glaube ich. Vielleicht hat er auch eine Halbglatze mittlerweile, wer weiß. Ich trägt er deswegen komplette Zeit eine Mütze. Ach, schau mal, okay. Und durch die Antenne können wir dieses Teil drehen. Um dann drüben runter zu springen. Verstehe. Vielleicht ist es ganz gut, dass er eine Mütze trägt. Ich meine, er möchte auch nicht von seiner Glatze geblendet werden. In irgendeiner Weise. Das wäre mir unangenehm auf Dauer. Wird in den Augen wehtun irgendwann. Okay, Switch-Konsole. Jetzt bin ich hier drinne und kann hier nach oben rennen. Und mach was damit? Soll ich mich jetzt freuen, oder? Keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal hier außen rüber zu kommen. Oder auch nicht, wenn ich die richtige Cam erwisch. Macht das irgendeinen Sinn? Die treffen sich jetzt in der Mitte. Und ich kann vielleicht irgendwann mal hier rüber. Nochmal da lang drehen. Warte mal, was? Was? Okay. Shit, was mache ich hier? Warum bin ich jetzt hier drüben? Gibt's auch noch eine Tür? Lass mal den Lift nach oben. The fuck, hier geht's auch noch rein. Okay. Das ist nochmal ein Eingang in irgendeinen Keller. Oh, okay. Jetzt sind wir an der Ecke angekommen. Die Tür haben wir geöffnet. Gut zu wissen. Können wir sprengen, das mache ich jetzt erstmal nicht. Hackbare CTRS-Turm. Da kann ich so nicht ran. Nope. Kann ich so nicht rangehen. Zumindest kann ich mich hier in der Ecke mal umschauen. Und aha. Oh, ist ein Audiolog. Dachte schon, was Wichtiges. Malcolm. Jemand gehaust. Muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Hi Malcolm, danke, dass du deine Bedenken bezüglich des Bellwether Codes geäußert hast. Aber sei beruhigt, es gibt keine Gehirnwäsche-Features. Oh, und es gibt gute Neuigkeiten. Wir befördern dich zum Kundenbetreuer. Yay, Malcolm. Gut, das war jetzt irgendwie eine unwichtige Info, als ich erwartet habe. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Das bringt mich aber trotzdem noch nicht weiter. Kann ich durch die... Ist das überhaupt eine Tür? Das ist gar keine Tür. Warum macht jemand so ein Ding hier hin, ohne eine Tür einzubauen, die man öffnen kann? Nope. Hm. Sprengen möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Warte mal, was für Verteiler? Verteilerkasten. Achso, klar, es ist ein Verteilerkasten, den ich sprengen kann. Machen wir doch einfach mal. Oh, 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 holy crap. Au, 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 au. Okay. Mit so einer heftigen Kettenreaktion habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. So viel zu meiner Tür. Was nicht passt, machen wir uns eben passend. Alter.
Dampf gegart für einen kleinen Moment. So. Damit haben wir jetzt andere Dinge entriegelt, denke ich mal. Und kam wo genau raus? Was? Das war irgendwie cool. Das ist der Eingang, hier ist der Eingang zu dem Keller. Weirder Scheiß, man. Zum Glück bin ich da nicht draufgegangen. Das war jetzt echt dumm gelaufen. So, bitteschön. Bitteschön, Aiden, bitteschön. Ein Ping-Test. Bewegen. CGOS-Zentrum. Sag mir nur, ob es pinkt. Okay, es geht los. Ping. Halleluja! Mein Freund, ich schulde dir ein Drink. Ich brauche kein Drink. Ich hab ne Bar. Oh, stimmt. Jedediah's Bar. Das bist du. Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar. Pawnees liebstes Wasserloch. Vielleicht das einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Wobei, besoffen würdest du mir die Sache um einiges leichter machen, oder? Was soll's? Suchen Sie in Jed's Bar nach Kenny. Gucken wir doch mal. Ich nehme auf jeden Fall dieses Motorrad. Sieht gefährlich aus. Hab ich Bock drauf. Let's do this! Das haben sie doch extra so platziert, dass man einen coolen Abgang haben kann. Soll mir recht sein, soll mir recht sein. Wenn mir jemand auch noch hilft dabei, meine dummen Ideen umzusetzen. Ja, Mann. Verdammt, das dachte ich mir auch gerade. Holy shit, das sah cool aus. Verdammt nochmal. Oh, fuck. Okay, aber Aiden hat einen guten Sitz, muss man sagen. Den haut's aber auch nicht runter. Oh, wir sind schon da. Hoppla. Ich will ganz vorfahren, dass auch alle sehen, was ich für ein cooles Motorrad dabei habe. Hey, Jedediah! Wie geht's hier rein? Willst du mich dissen, Mann? Hasst mich nicht, Mann. Nur weil ich zu cool für euch bin. Hey, Digga. Oh, ich darf da nicht mit dem Motorrad rein. Komm schon. Na gut. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, aber ich darf gar nicht rein. Fahre ich aber durch den Vordereingang, ist mir egal. Das habe ich vor, glaub mir. Hey! Singende Forelle! Holy shit! Nein, geht nicht. Ich muss auf jeden Fall die singende Forelle hier hacken. Warum eigentlich auch nicht? Ich hatte gehofft, sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Nie von ihm gehört. Okay. Bist du vielleicht dieser Kerl? Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. An deiner Tür, meinst du? Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Hoppla. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Ist er es vielleicht? Bist nicht sehr gesellig. Was? Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Er hat sie nicht alle.
Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Kümmere dich nicht um den Wirt. Der ist okay. Tief im Inneren. Ganz tief im Inneren. Was auf mit dem Kerl? Okay. Was? Wie genau mache ich das denn? Keine Sorge wegen der Fliegen. Das ist Eiweiß. Ich hab's immer noch drauf. Oh, noch ein. Gottes Willen. Oh, wenn Saufen jedes Mal so anstrengend wäre. Und dann Tisch sauf ich dich, Junge. Bis du anfängst zu heulen. Brennende Whisky-Tränen in deinen Augen. Holy shit. Stadtmenschen sind Energievampire. Die saugen dich aus. Warum haben die Ketten? Okay, was auch immer. Combo Breaker. Oh. Wie er gegen die Ohnmacht ankämpfen muss beim Saufen. Ich habe keine Ahnung, warum wir das gerade machen, aber es ist irgendwie... Was? Ah, jetzt muss ich auch noch... Ich muss demnächst für Königstiger. Was? Ja, schön für dich. Wen juckt's denn, ob das mir erst angezeigt wird, wenn ich draufgehe oder nicht? Ich drück doch erst, wenn ich drauf bin. Okay. Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Oh, shit. Oh, fuck. Es geht auf deine Rechnung, Tibor. Ja, ja. Die haben auch eine Tür, Alter. Du schuldest dem Mann $100. Oh, wie Aiden kassiert gerade. Was ist denn da los? Hallo, Ray. So schnell kann's gehen. Ich hab's mir doch schon fast gedacht, dass er es ist. Ich hab's mir doch schon fast gedacht, dass der Kerl ist, den wir suchen. Raymond Kenny. Okay, hat uns einfach mal durchs Fenster nach draußen befördert. Was zur Hölle? Warum mussten wir vorher erst eine Whiskyflasche mit ihm saufen? Vor allem, warum hat er dann mitgesoffen? Wenn es seine Intention war, uns betrunken zu machen, hätte er dann nicht irgendwie das irgendwie anders machen können mit einer anderen Flasche? Naja, er säuft mit, passt schon. Oh, komm schon. So ein Typ bist du? Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Ich dachte schon, er will uns damit brennen. Ich warne dich. Anbrennen. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann es nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust.
Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. Hat er hier anstelle seines Namens auf seiner linken Brust Smileys? Das sieht zumindest so aus. Sehr hübsch hier. Wohin gehen wir denn? Du hast wirklich ein Händchen für Kunst? Das da ist eine Sprengfalle. Okay. Wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich dachte, das wäre ein Stück von einem Bagger. Tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein. Hier, ich zeig's dir. Was genau zeigst du mir? Hier ist ein Haufen Müll. Oh, okay. Ja. Achtung! Wohin soll ich schauen? Au, holy shit. Aber hast du das gehört? Drück die Knochen gerade. What the fuck? Okay. Das ist awesome. Macht das nicht Spaß? Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach einen neuen. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe Möglichkeiten. Du kannst mir helfen, ich kann dir helfen. Ich glaube, du missverstehst da was. In Jets Bar fand ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Ja, Mann, fick die Box. Fiese Box. Ich glaube, ich mag dich. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Oh, du fucking... willst, dass ich bei Bloom einbreche? Die nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider-Job. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Holy shit, ja. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, nett. Es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Schon passiert. Du wirst es brauchen. In meiner Hose verschwunden. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Porny-Gangster-Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. Sonst noch was? Willst du auch noch einen Kaffee haben? Ja, geht einfach. Dude. Stellen Sie T-Bones Truck zurück. Ja, okay. Darf ich die Leute... Oh, warte mal, was? Holy fuck. Okay. Das ist mal eine Pferdereitmaschine, die mir gefällt. Damit zum Sieg reiten. Hat die kompletten Song drin oder was? Holy crap, das ist ja geil. Kannst du mehr von dem Zeug bauen? Okay. Haben wir noch unterwegs für dich. Schauen wir mal. Ist nicht so weit weg, sein Truck, 200 Meter knapp. Nope. Okay, Sackgasse. Nope, hier kann ich ja nicht durch. Was ist das denn für eine Falle eigentlich? Oh, shit. Wie der Typ einfach mal Todesfallen baut, wie geil ist das denn? Moment. Das ist auch noch, das ist dieses Ding von gerade eben. Dieses Teil interessiert mich.
Wow. Okay. Hätte mir fast ein drittes Arschloch gesprengt. Gefährlich ist die Scheiße ja schon. Okay, die teste ich noch. Oh Gott. Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Ich sollte vielleicht nicht so nah dran sein. Okay. Okay, interessant auf jeden Fall. Aber er hat gesagt, er kann mir einen neuen Arm bauen. Das muss ihm ein bisschen mehr als nur einen Arm bauen. So, wir sind sogar ein bisschen weiter vorne gespawnt. Lass mich mal das Ding nochmal auslösen, wenn ich ein bisschen weiter weg bin. Ich bin voll Idiot, daneben stehen bleib. Einfach mal ein Todesskorpion. Shit, hat auch eine echt große Reichweite. Was zur Hölle? Na gut, okay. Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Beim nächsten Mal schauen wir, dass wir T-Bones Truck zurückholen und dann vielleicht noch ein bisschen an seinen Spielzeugen rumfummeln. Sieht auf jeden Fall interessant aus hier. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin, haut rein.